Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge. Ja, und das nächste Event ist da, die schwarzen Wolken, das kenne ich tatsächlich auch noch gar nicht. Das Wetter ist sehr bedrückend, die Sonne war tagelang nicht zu sehen. Das wird sich auf deine Leute auswirken, ja. Ich würde mal vermuten, mal wieder schlechte Moral. Irgendwie möchte das Spiel immer die Moral unserer Leute runterhauen. Wir können dann nur das eine hier machen, akzeptieren. 10 Stimmung, okay. Ist nicht die Moral, sondern die Stimmung diesmal. Oder nee, Arbeitspensum, irgendwas war das sonst immer, ne? Na egal. Auf jeden Fall, Stimmung verlieren wir jetzt mal für den Winter. 10. Okay. Haben Sie das nächste, was Sie uns reingehauen haben? Okay, seit wann? Okay, ist mir noch nie aufgefallen, dass da was in unser Haus reinragt. Aber jetzt gerade war es mehr als deutlich zu sehen. So, der Winter ist da. Können wir die Schaufel auch wieder einpacken? Ich habe noch ein bisschen rumexperimentiert. Ich zeige euch das mal eben, wo jetzt der letzte Stand der Dinge ist da hinten. So viel konnte ich auch gar nicht mehr machen. Ich habe da das Eisenerz durchgeballert und dann war auch schon fast, ach, die fallen wieder alle. Dann war auch schon fast die neue Jahreszeit. Also konnte ich nicht mehr so viel ausprobieren. So, die Rattenfalle hier. Die Punkte nehmen wir natürlich alle schön mit jetzt. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt irgendwie immer mal wieder regelmäßig, einmal pro Folge dann. Was hatten wir nicht hier noch? Ah, da ist sie. Wollte gerade sagen, irgendwo Vogelfalle hingestellt. Auch da haben wir wieder alles aufgestellt. Ja, haben wir. Hier noch. Zap. Noch zwei Hasenfallen, glaube ich. Eins. Ja, und die beiden Rattenfallen. Dann haben wir es. Also sind einige Fallen mittlerweile, ne? Ging früher bei weitem nicht so viele Fallen. Das war, na, stark limitiert früher gewesen. So, alle Fallen wieder scharf. Wir haben ein paar Punkte bekommen. Und genau, da vorne waren wir ja dran. Wir könnten schon mal ein paar Setzlinge organisieren, ne? Für die ganzen Plantagenstraße. Das wäre doch mal eine Option. Dann sind die nämlich schon mal gesetzt und dann hat man die schon mal im Wachstum. So, genau. Bis hier hinten war ich. Ich hatte hier noch ein Feld dran gesetzt. Ich musste, genau, da ist er, den einen Baum hier noch wegmachen. Deswegen hatte ich die Schaufel in der Hand und dann war auch schon die Jahreszeit vorbei gewesen. So, weiter bin ich hier nicht gekommen. Das heißt, hier müsste auch noch ein Eins dran gesetzt werden, damit es gleich ist. Aber dafür muss erstmal der Zaun dran glauben. Das ist ja doch jetzt wieder mehr Zaun, als ich zuletzt gedacht habe, der weg muss. Aber was im Weg ist, ist im Weg. Ne? Ich mache hier erstmal. Muss eh die ganze Ecke weg. Den Eingang haben wir jetzt auch direkt weggemacht. So. Lassen wir das erstmal so. Dann machen wir auf jeden Fall aber noch ein neues Feld hier dran. Würde ich mal sagen. Früher hätte ich jetzt noch die ganzen Steine eingesammelt, aber wir haben so viele Steine auf Lager. So, 10 mal 5, das passt. Theoretisch könnten wir hier sogar direkt noch eins machen, ne? Warte mal, verkehrt. Doch, nee, Landwirtschaft, Feld. Oder ist der Zaun? Ah, nee, haut noch, nee, doch. Komm, 5, nee. Haut noch gerade hin. Okay, dann haben wir da alle Felder gemacht. Oh, aber genau dran. Oh, da muss aber noch einiges vom Zaun weg. Da verlieren die Tierchen hier auch ein bisschen Platz, aber naja, ist nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so, als ob die nicht genug Platz hätten. Muss man den Zaun aber echt ein gutes Stück umsetzen. Komm, dann können wir auch direkt hier weiter abreißen. Dann ist das schon mal erledigt. Hier geradeaus laufen. Hinterm Baum. Bis hier müssen wir etwa abreißen. Oh, da müssen sogar noch ein paar Bäume hier dran glauben, sehe ich gerade. Ne? Bäumchen hier sind noch im Weg dann. Schade eigentlich. Aber an dem kommen wir noch dran vorbei. Der kann bleiben. Ja, zwei Bäume müssen weg. Zwei können bleiben. Ich würde sagen, komm, das machen wir eben noch. Dann haben wir hier die Seite erstmal durchgezogen. Das kommt auch in etwa hin,
wo dann die Scheune hin soll. Das passt ganz gut. So, nehmen wir schon mal die Schaufel. Zap. Den hier weg. So. Ja, damit. Dann, ja, wie gesagt. Ich denke mal, der muss weg. Wir probieren mal eben unser Glück, aber ich glaube nicht, dass der stehen bleiben kann. Nee. Hier, 5, dann ist er am Weg. Also, du musst auch dran glauben, Fichte. Tut mir leid, aber ist so. Oh, Baumstumpf weg, wie er runterfällt. Und da ist dann aber nichts mehr mit Bäumen erstmal im Weg. 1, 2, 3. So, dann ziehen wir noch das eine Feld eben. 3, 4, 5. Ne, schon zu weit, so 5. Dann rennen wir nochmal 10 runter. So. Dann haben wir hier ja schon eine ganze Ecke. Oh, da müssen wir hier noch einige Bäume weg, dann, wenn wir das wirklich durchziehen. Eben gucken. Na, der muss auch noch weg hier. Das haut nicht hin dann. Hopp. Jetzt so. Den Hammer wollte ich weg, so. Das ist bis hier erstmal in Ordnung. Jetzt die Frage, wie weit gehen die Felder da runter? Na hier. Mit dem Haus kriegt man dann schon ein bisschen Probleme. Da wird das Feld wieder kürzer. Und die Bäumchen müssen halt auch alle weg. Ne? Das Feld, ach das Feld. Das Dorf ist nach hinten dann offen. Aber wenn hier trotzdem alles Felder ist. Ich denke schon, dass mir das gefällt. Ah, das werde ich mal nebenbei machen. Das ist jetzt viel Arbeit hier mit den ganzen Bäumen alles noch. Das lasse ich erstmal. Dementsprechend reicht das erstmal so. Wege, Sachen mache ich hier später. Im Winter sieht man das auch nicht so gut. Hier ist ja auch die Lücke ein bisschen größer wie auf der Seite. Das hat den ganz einfachen Grund. Der hatte immer hier gemeckert. Ich hatte auch den Weg weggemacht, aber der hat anscheinend mit dem Gebäude gemeckert, dass das im Weg ist. Deswegen musste ich hier 2 kürzer machen, anstatt wie auf der einen Seite 1. Ist aber nicht so schlimm, weil hier eh der Lastenaufzug ist. Da braucht man ja eh ein bisschen Platz. Das passt eigentlich ganz gut. Und ich glaube, hier in der Ecke, da werden wir auch noch irgendwie 2 Bänke hinsetzen, so als Sitzgelegenheit. Ich glaube, das kommt ganz gut. Und ja, dann würde ich sagen, lasst uns mal ein paar Birmsetzlinge noch holen, kaufen. Bringen wir aber erstmal die Stämme ins Lager, die brauchen wir ja gerade nicht. Und die Federn und Stöcke, die wir da raus... sie sind ausgewachsen. Sie sind groß geworden. Das erste Stück unserer Allee hier ist fertig. Und jetzt guck mal, das sieht doch gut aus mit den ausgewachsenen Birnenbäumen. Das sieht richtig gut aus. Hätte das Lager sogar noch näher ransetzen können. Ist schon fast zu weit weg. Aber hier kann man dann noch so Kisten und so die Behälter vorstellen mit Material dann. Ein paar Stämme und Bretter stapeln. Ne, das kommt, das passt doch ganz gut. Ne, können wir so lassen, wie es ist. Ach ja, wir haben ja auch die Kräuterhütte geupdatet, ne? Die haben wir ja freigeschaltet. Ach ja, wir haben wieder einiges zu tun, ne? Was wollte ich denn jetzt? Ah ja, ich wollte vor lauter Ideen und was alles kann, schon wieder vergessen, was ich vorhatte. So, erstmal die Sachen rüber. Ah ja, das Fleisch muss noch ins Lager dann. Von den Fallen. Pelz kommt hier rein. Stöcke, das war's. Bringen wir noch eben das Fleisch schnell rüber. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch direkt noch Sachen zum Verkaufen mit. Nicht da oben. Dann wird auch unser Inventar, nicht unser Inventar, aber das Inventar vom Materiallager wird etwas leerer. Die Holzschaufel können wir übrigens auch wieder rüber tun. Wir könnten aber schon mal, Moment, am besten so rum, da ist mehr Platz, unser treues Ross rufen. Ja, ist gut. Sehr schön. Dann können wir nämlich da auch jetzt gleich was einlagern. Hier, einmal edle Schuhe. Haben wir noch zum Verkaufen. Einige Eimer. So viel können wir gar nicht tragen, ey. 40 Eimer. Sind wir schon überladen. Bringen wir die mal zu unserem Pferdchen.
Der kann die ja auf jeden Fall tragen. Nur hat noch 5 Kilo Platz. Dann können wir auf jeden Fall schon mal die edlen Schuhe noch da reintun. Also hat er noch 4, ne? 4,9 Kilo Platz. Was haben wir denn da noch? Schon wieder 17 Eier. Ich habe doch erst alles verballert, ey. Was nehmen wir denn hier? Holzlöffel. 4 Kilo werden wahrscheinlich nicht viele sein dann. 4,9, um genau zu sein. 70 Stück, ja gut. Besser wie nichts, ne? Tun wir die mal hier rein. Holzlöffel. Zap. Genau 95. Sehr schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch noch eine Ladung Holzlöffel mit. Das haben wir. Ja. 64,7 so rum können wir mitnehmen in etwa. Holzlöffel. Wie viel sind das denn? Okay, das ist zu viel. 64, ne, das war schon zu weit. Machen wir mal so. Passt. Okay. Inventar gucken. Ja. Ziemlich am Limit. Okay, das geht. Dann würde ich sagen, auf zum Onkel Dagobert. Mal wieder Birmensetzlinge kaufen. So viele hat er natürlich nicht auf Lager wahrscheinlich. Aber gucken, wie weit wir kommen. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen von der Allee weitergesetzt. Oh, das sah gerade schon so schön aus vom Weiten, als wir weggeritten sind. Ich bin gespannt, wie es gleich aussieht, wenn wir drauf zureiten. Ich mache dann auch mal die Anzeigen alle aus. Drück mal kurz H dann. Und dann können wir uns das in voller Pracht anschauen. So, Kinga, lauf nicht so weit weg. Wir können bei dir schon mal direkt verkaufen. So, Holzlöffel. Oh, die bringen aber schon mal gut Kohle. Sie ist auch schon pleite. Mach's gut. So, die beiden laufen da hinten lang, wieso auch immer. Laufen sie hier jetzt auch wieder rein in die Seitengasse? Nee, macht's ja nicht. Okay. Dann halt nicht. So, da kürt ihr Mann, Dagobert. Dann können wir schon mal die letzten Holzlöffel verkaufen. Dann gehen wir noch schnell den Rest vom Pferd holen. Einmal die edlen Schuhe und die Eimer und die Holzlöffel. So, da kommt auch Mathilda. Da können wir auf jeden Fall schon mal die edlen Schuhe verkaufen. Die ganzen Eimer geht auch noch und Holzlöffel 70, das wisst ihr, ja. Dicke. Das hat sogar noch Taler übrig. Der gute Dagobert ja auch. So. Birnenbaum setzt. Oh, 14. Gibt ja sogar mal ein paar auf Lager. 3360, aber okay, können wir uns dicke leisten. Haben immer noch jetzt 60.000 Taler auf. Wo ich gerade das Wort Taler an den Mund nehme. Ich meine, zwei Gebäude ist okay. Die Scheune noch, die wir gebaut haben, die eine und die Mühle. Aber wir haben ja gefühlt nochmal 100 Felder. Wie viele Felder haben wir jetzt? Das wird Steuern kosten. Bis Feld 31 sind wir. Und wir haben schon 7 Plantagen. Alter Falter. Ja. Steuern, was steht da? 16.000. Oh, ich bin mal gespannt, was da im Frühling auf uns zukommt an Steuern. Das sind aber... da kommen ja noch Felder dazu und Plantagen und Hopfenfelder. Uiuiuiui. Das wird noch einiges. Ach, ich wollte die Anzeige ausmachen. Ah, oh, guck mal, wie schön das aussieht. Mit den ganzen Pönöppeln noch im Boden. Aber das wird noch so gut aussehen, ich sag es euch. Wartet ab. Wartet's ab. Das wird so gut aussehen. Und dann wollt ihr das alle nachbauen, ich sage es euch. Nee, mal Eigenlob beiseite, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn mal der eine oder andere das so sieht, ne, da ist der Sack, dass er das vielleicht dann nachbaut. Ich meine, das sieht ja auch cool aus, ne? Ist ja nichts dabei. Ich habe ja kein Patent da drauf. Ah ne, wir müssen erst hacken noch. Ne? Die Hacke noch holen. Sonst kommen wir nicht so weit mit der Allee. Und wir hatten sogar noch 2, die nehmen wir auch direkt mit. So, Eisenhacke. Einmal her damit. Inventar. So.
Machen wir heute halt noch ein bisschen die Allee weiter. Schadet ja auch nicht. Schritt für Schritt kommen wir vorwärts. So. Dann würde ich sagen, wir kommen auf jeden Fall bis zur Scheune und noch ein, zwei Bäume danach dann. Mal gucken, wie weit die reichen. Ich habe auch schon wieder vergessen, wo es die noch gab. Ihr habt mir das schon mal in die Kommentare geschrieben. Irgendwo gab es auch noch mal Birnenbaumsetzlinge, so rum, so eins. Zwei. Drei. Vier. Aber ich habe es halt schon wieder vergessen, wo das war. Fünf. Dementsprechend, ja. Wüsste ich nicht, wo ich jetzt noch mit euch hinlaufen, vor allem hinreiten könnte. Um noch weitere Bäume zu holen. Jetzt müssen wir nochmal eben auf den Hammer. Wir haben den Weg noch gar nicht hier zwischengesetzt. So. Jetzt sieht man es auch. Weg. Das ist in etwa die Mitte, würde ich sagen. Mal quer rüber. So, ist das auch ordentlich? Können wir den Hammer wieder wegtun? Ja, das probiere ich mal ein andermal aus. Das probiere ich mal im Offscreen auf. Ansonsten kann ich es euch dann zeigen. Wenn das wirklich was taugt. Die Idee, die ich gerade habe. So, hier noch. Und dort. Dann nochmal das Säckchen, bitte. Birnenbaum. Eins. Zwei. Drei. Und hier vorne noch. So, dann haben wir noch vier insgesamt übrig. Ja, machen wir erstmal hier entlang weiter, oder? Würde ich jetzt gerade mal so sagen. So. So. Das Feld mache ich aber direkt in einem durch, auch wenn wir nicht so viele Setzlinge haben. Was fertig ist, ist fertig. So. Aber mit den Setzlingen fangen wir da hinten an. Hier und da. So. Nummer uno. Und weiter weiß ich gerade nicht. So. Und den letzten. Ja. Wie gesagt, mehr haben wir nicht. Dann haben wir das aber schon mal erledigt. Haben wir ja schon wieder einiges gemacht hier. Ne? Wir haben schon ein paar Plantagen gemacht. Wir haben die nächsten Setzlinge gesetzt. Die ersten sind endlich groß. Jetzt müssen wir wieder drei Winter abwarten. Dann sind die auch alle groß. Freue ich mich schon drauf. Hatte ich da eigentlich einen Weg zwischengesetzt? Das sieht gerade so komisch aus. Ja, aber haben wir. Okay, gut. Nee, nicht Gebäude. Hier, so. So ist es richtig. Okay, passt also. Eigentlich haben wir noch ein bisschen Zeit. Ist da was? Ich würde sagen, lasst uns da doch mal eben die Kräuterhütte hier updaten. Da habe ich jetzt Lust drauf. Schließlich waren wir da so lange dran. Nee, so. Gebäude. Jagd. Nee. Wo war es denn? Gewinnung? Nee. Ah, wo war denn? Doch, Gewinnung. Kräuterhütte. Stufe 2. So, drauf da. Heißt, wir brauchen einige Holzstämme. Ist ja nicht so, dass da gerade welche rumliegen. Dann nehmen wir die mal eben. Okay, das war zu viel. Dann schmeißen wir mal die Hälfte raus, würde ich sagen. Ja, das passt. Dann machen wir eben noch die Kräuterhütte, würde ich sagen. Dann haben wir sogar wieder einiges geschafft in der Folge. Dann können wir endlich... Ja, genau, das könnten wir in der nächsten Folge machen. Mal am Trank arbeiten, ne? Für die Fertigkeiten. Sollten wir mal schauen, ob wir den nicht hinbekommen. Das wäre doch eine Idee, würde ich mal sagen. So viele Stämme braucht die Hütte hier auch gar nicht. Ich glaube, wir kommen sogar ziemlich genau aus mit denen, die wir gerade mitgenommen haben. Obwohl, warte mal. Ne, da oben ist ja auch noch. Ja. Ne, okay, reicht nicht. Ich nehme wieder alles zurück, was ich gesagt habe. So, eins. Achso, war noch eins? Okay. Dann machen wir
Hier noch die Seite. 12, 24 Bretter und 5 Stämme. Dann gehen wir uns die doch noch eben holen. So, 24 Bretter. Tada. Und 5 Holzstämme. Na, wo sind sie da? Hier, 5. Ach ja, neue Jahreszeit. Ich habe gar nicht geguckt, ob hier wieder jemand am Meckern ist. Gucken wir mal schnell noch gemeinsam. Aber sieht gut aus. Scheint so, dass alle zufrieden sind. Na, die mit den gelben sind ja die, die wir noch zuletzt geholt haben. Wir müssen die Marktstände noch einstellen, ne? Oh, müssen wir auch nächste Folge dann dran denken, dass wir uns da mal drum kümmern. Habe ich ja gar nicht mehr jetzt dran gedacht. Vor lauter Freude auf die Mühle, dass wir da endlich mal bauen was können. Etwas bauen können, so rum. Mit den ganzen Feldern da alles. War ich so vertieft, dass ich ganz die Marktstände hier vergessen habe. Ja, guck da. Da stehen sie überall und können nichts verkaufen. Ja, wir könnten auch mal gucken. Oh, das machen wir jetzt auch noch, wenn die Hütte fertig ist. Mal gucken, wie viel Taler mittlerweile im Lager liegen. Die darauf warten, von uns abgeholt zu werden. Brauchen wir ja dann für die Steuern nächste Jahreszeit. Welches Jahr sind wir jetzt eigentlich? Ne, wo war, hier war es. Jahr 16, okay. Haben wir schon fast 18 Jahre gespielt. Wird ja auch unser Kleiner in ein paar Jahren erwachsen. Der müsste jetzt auch schon 11, 12 sein. Glaube ich. Wir gucken mal nochmal schnell. J, nee, nicht J. N. Razibor, wo bist du denn? Da, nee, Malvina, das war das Rote. Da Razibor grün war. 12, ja. Habe ich ja gut geraten, ne? 12. 12, 12, 12. Also noch 4, nee, 6 Jahre, dann ist er erwachsen. Hat sich eigentlich was geändert? Ja, nicht wirklich, oder? Ich glaube, das ist neu, ne? Der ist auch Kräutertisch, aber kann es sein, dass das nicht bei Stufe 1 bei war? Ah, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber die sieht an sich so aus wie Stufe 1 halt. Hat sich nicht viel verändert. Genau, Taler wollten wir noch eben gucken. Wie viele Münzen denn jetzt da im Lager noch rumliegen und auf uns warten. Habe ich auch schon länger nicht mehr nachgeguckt. Münzen 7000, ja. Nehmen wir doch. Sind wir schon wieder bei 67.000. Dankeschön, danke fürs fleißige Verkaufen. Wenn wir das in der nächsten Folge noch einstellen, dass da mehr kommt. Oh, ich sag euch. Also mehr verkauft wird, da kommen dann einige Taler zusammen. Das müssen wir auf jeden Fall nächste Folge. Also gucken, dass wir die Tränke eventuell hinbekommen, die ersten Fertigkeiten wieder umändern, Marktstände machen und vielleicht dann nochmal die anderen Setzlinge bei einem anderen kaufen. Vielleicht mache ich es aber schon im Offscreen. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, wie was ich im Offscreen schaffe. Ja, dementsprechend, ich werde hier noch ein bisschen hantieren und von daher, ich bin raus, euer Nobody. Ciao, ciao.